Die Forscher der Uniklinik Köln sind geschockt. Jeder 10. Patient bringt todbringende Keime mit ins Krankenhaus, die dafür sorgen, dass jährlich 30.000 Menschen in Deutschland das Leben lassen müssen. Guten Morgen! Ganz brandaktuell von dieser Woche eine Studie, die eingehende Patienten an mehreren Universitätskliniken in Deutschland auf sogenannte multiresistente Keime untersucht haben lassen. Das sind Keime, wo der Einsatz von Antibiotika nicht mehr hilft, wo der Körper quasi sich selbst überlassen ist in der Abwehr dieser Keime. Und gerade nach einer Operation oder in einem schlechten gesundheitlichen Zustand stehen die normalen körpereigenen Verteidigungsmechanismen eben nicht mehr so zur Verfügung, wie es im gesunden Zustand der Fall ist. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene geht von einer Million Infektionen jährlich in deutschen Krankenhäusern aus. Ich habe dann mal recherchiert, wie viele Krankenhauspatienten es jährlich gibt und dann nach einigen Suchen habe ich dann auf der Seite D-Statis, die ich Euch unten verlinkt habe, genauso wie die Studie natürlich an sich, herausgefunden, dass wir in Deutschland ca. 19 bis 20 Millionen Krankenhauspatienten jährlich haben. Das bedeutet, jeder 20. Patient wird mit multiresistenten Keimen belastet. Da ist es scheißegal, ob ihr Euch nie Antibiotika habt geben lassen und keine eigenen, körpereigenen multiresistenten Keime habt. Die Keime kommen von außen. Die Mehrzahl dieser multiresistenten Keime sind Kolibakterien. Diese Bakterien entwickeln sich aber auch evolutionär quasi immer weiter. Derzeit wird als Hauptantibiotikum in deutschen Krankenhäusern Cephalosporine der 3. Generation benutzt, da eben die Forscher das Antibiotikum auch immer weiterentwickeln. Also das aber sozusagen künstlich, die Bakterien evolutionär, also von sich heraus und natürlich, und die Forscher entwickeln halt immer weiter. Die Cephalosporine wirken so, dass der Aufbau der Zellwände der Bakterien eben gestört wird. Aber immer mehr Bakterien erwerben nun quasi ein Enzym, das dieses aktuell stärkste Antibiotika auch wieder unwirksam macht, und das ist dann eben immer so ein Kreislauf. Ja, und deswegen sterben jährlich 30.000 Menschen daran, dass Keime von außen quasi den Organismen belasten und dass man da nichts dagegen tun kann. Meist aufgrund der aktuellen Situation, gerade in Krankenhäusern, sind ja Leute, die irgendwo krank sind. Und ihr müsst euch mal überlegen, 30.000 Menschen, das ist in etwa genauso viel wie alle nicht natürlichen Todesursachen wie Unfälle, Verletzungen, Vergiftung und so weiter zusammen. Oder das ist dreimal so viel wie an einem Selbstmord sterben. Oder was ich auch sehr interessant finde, knapp 60.000 Menschen sterben jährlich an einem Herzinfarkt. Also gerade mal doppelt so viele wie in Krankenhäusern an den Folgen einer Infektion mit multiresistenten Keimen sterben. Die Forscher und auch ich denken, das verdient in Zukunft einer noch viel größeren Beachtung. Was kann man dagegen tun? Erstens muss man die Ursache für multiresistente Keime bekämpfen. Die Ursache ist der Konsum von Antibiotika in geringen Mengen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, in welchem sogar Lutschbonbons, die frei verkäuflich sind, Antibiotika enthalten. Und ich verlinke Euch das oben in den Infokarten. Ne? Aber jedes Mal, wenn wir geringe Mengen Antibiotika zu uns nehmen, können die körpereigenen Bakterien quasi ihre Feinde dann kennenlernen, also diese Antibiotika. Und da Bakterien eben auch Lebewesen sind, da lernen sie von diesen Feinden und wappnen sich eben mit den entsprechenden Enzymen in dem Fall für den großen Kampf, wenn die Krankheit dann ausbricht. Im Fleisch, gerade im Geflügel, sind bei Puten bis zu 90% Antibiotika enthalten. Jedes Mal, wenn ihr eine Pute isst, jedes Mal stärkt das die multiresistenten Keime, weil sie entwickeln eben Resistenzen gegen Antibiotika. Und dann ist natürlich mit der Heilung wird es immer schwerer in eurem Körper, wenn ihr dann eine Krankheit erhaltet. Ne? Und das sollte euch zu vielen anderen Gründen zu denken geben, wenn es um Fleischkonsum geht. Aber ihr müsst euch das auch quasi wie so eine Impfung vorstellen. Das ist dasselbe Prinzip. Es werden minimale Dosen zugeführt, um eine stärkere Abwehr aufzubauen. Nur geht es dabei nicht um unsere Gesundheit, sondern um die Gesundheit der Bakterien, die uns schaden wollen. Und bevor jetzt wieder kommen und einige sagen, ja, das Impfen, das schützt doch überhaupt nicht, sondern das schadet nur, auch gleich der Verweis auf mein Video zum Thema Impfen. Also einmal mehr der Hinweis, passt auf, was ihr esst und schaut wirklich genau hin. Und wenn ihr mal Fieber habt, dann
relaxt, legt Euch hin und lasst Euren Körper die Arbeit machen und pumpt Euch nicht immer mit Arzneimitteln zu. Bei Halsschmerzen gibt es immer noch genug Hausärzte, die Antibiotika verschreiben, obwohl der Großteil der Halsentzündung viral und nicht bakteriell verursacht wird. Zum Thema Viren habe ich ja auch schon ein eigenes Video gemacht oben in den Infokarten. Bleibt wachsam und bewusst in allen Lebenslagen. Als Abonnenten meines Kanals erwarte ich das allerdings auch von Euch. Weiterhin prüft selbstständig, ob ein Krankenhausaufenthalt überhaupt notwendig ist. Lasst das nicht einen Arzt entscheiden, denn Ärztefehler, das sind die dritthäufigste Todesursache der Welt. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten und die entsprechenden Studien, die ich dazu verlinkt habe. Nehmt die Meinung des Arztes auf und recherchiert dann selbstständig. Ich habe selber schon 2 Operationen verweigert, eine sogar, wo mir gesagt wurde, ich werde nie wieder laufen können. Einfach. Ja, ich habe sie verweigert, weil ich mich informiert habe und auf meinen Körper auch gehört habe. Ich habe noch nie bereut, nicht zum Arzt gegangen zu sein. Aber schon sehr häufig, dass ich zum Arzt gegangen bin. Na? Entwickelt eine Selbstverantwortung für Euch und Euren Körper. Denkt auch daran, alles was Ihr an Nahrung in Euch aufnehmt, das hat irgendwo einen Effekt. Lieber einmal zu viel nachgedacht und informiert, bevor man ein neues Lebensmittel in seinen Speiseplan mit aufnimmt, als zu wenig. Bewegt Euch, seid aktiv, versucht einfach eine gesunde Basis Eures Lebens zu schaffen, damit Ihr überhaupt nicht ins Krankenhaus müsst. Denn in einem von 20 Fällen, das muss man sich vergegenwärtigen, erkrankt Ihr im Krankenhaus zusätzlich zu Eurer Krankheit und 30.000 Menschen in Deutschland alleine sterben dann daran. Das gibt dem Begriff Krankenhaus ja, gleich eine ungewollte Doppeldeutigkeit. Was Ihr für Eure Gesundheit grundlegend tun könnt. Das habe ich Euch auch schon mal in meinem Video, ich hoffe das passt noch hin, die perfekte Gesundheit, man kann immer nur 5 Karten oben verlinken, ja vorgestellt. Also die perfekte Gesundheit nach meiner Auffassung, wenn Ihr das Video befolgt, habt Ihr die perfekte, für Euch perfekte Gesundheit. Achtet auf Euch, seid bewusst und achtet auch als Besucher im Krankenhaus darauf, ne, dass Ihr zum Beispiel dort nicht auf Toilette geht oder das vermeidet. Dass Ihr mit Eurer nicht desinfizierten Hand Dinge anfasst. Und das gilt nicht nur für Eure Gesundheit, sondern auch für die Leute im Krankenhaus, die behandelt werden, die es wahrscheinlich viel drastischer treffen würde, wenn sie von multiresistenten Keimen befallen werden, als Euch, die als Besucher dahin geht und wahrscheinlich im gesundheitlich in einem guten Zustand seid. Ne? Das als Information. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Alles Liebe. Euer Christian. Ciao.